Good morning. Ja, wir sind in der Zeit im Jahr, wo das sehr drag ist. Ich dachte an der Dragigkeit in dieser Zeit im Jahr, wo wir beim sind. Und die Menschen, die merken sich, dass es so drag ist, dass ernst zu Gott die Freude vergehen wird. Und wenn einer rüber fahren wird, einer Menschen beobachten wird, wo Bo sich da alle wegen fahren down und ran down und das setzt, also hat auch keine Zeit, dann noch down, was sie geplant haben, zu down. Und das müsste erst dann enthalten für Weihnachten und so wieder. Und das ist eine drage Zeit. Und nicht bloß in der Stuhl, das wird auch so bei der Arbeit. Ich weiß, wenn bei meiner Arbeit, das spielt sich so, wenn ich ständig bei Weihnachten kommt, der letzte Tag für Weihnachten, dann ist nach alles so frech gemerkt worden und da wird Bo sich und die pushen alles, das soll sich spüren und dann, das kann richtig gemerkt worden zu Weihnachten. Da wollen alles noch zu Weihnachten rein haben. Und dann das einzige Mal, dass sogar, dass ihm dann die Mäßigkeit der Freude vergehen wird. Und das soll der Himmel das sein, der Freude soll ihm nicht vergehen. Und besonders, wenn Menschen so viel enthalten tun, einzige Mal denken, wo viele Menschen enthalten tun, die leben, das setzt sie, die leben, das hat was alles zu tun mit Typen für Weihnachten enthalten. Und ich las gestern, eine Stelle sieht in letztes Jahr, in Dezember, den 23., wo viele Menschen verbrückt haben mit Enthalten, mit Geschenke enthalten und Ölstrom und so weiter für Weihnachten. Und dann heißt das wird bloß in Kanada werden 21 Millionen Dollar, bloß in einem Tag wird der verbrückt geworden. So Menschen dann Fokus viel bloß da an die Dinge, was sie enthalten tun. Und ich sage nur schon mit Enthalten, wieder noch enthalten und als Freitag Dinge zu kaufen für die, was wir wollen Geschenk geben, wie kaufen Geschenke für unsere Partner, für unsere Kinder, für unsere Freunde und dann frei waren zu tun. Wenn ich bei dir kam, wo sie die Geschenke aufmerken down und dann sein, wo sie sich freuen down zu den Geschenken. Und das ist eine gute Zeit. Da muss man sich erinnern, wo Gott uns auch will die Freude geben. Gott hat auch ein Verlangen, uns eine Freude zu merken, zu Weihnachten, zu der Zeit, wo Jesus geboren wird. Und heute hat er auch live. Kannst du es wieder live dauern, für unsere Freunde anzuhalten. Gott hat auch live uns ein Geschenk geben. Und wenn das auch sehr viel Geld ist, was Menschen verbrochen haben, überdacht das ziemlich mal dich bei, mit dort, was das Geschenk wird, was Gott uns schenken wird. Gott schenkt uns ein Geschenk, was da viel mehr wird, als wir jemals können verbrochen oder kaufen. Und er schenkt uns sein Sehen, was der Welt raten wird, was die Welt erraten will. Und das Geschenk ist dort, was wir nun diese Zeit im Jahr celebraten tun. Und mein Verlangen ist, dass wir alle unsere Gedächtnis da anholen tun und dass der Heilige der feiern und am Denken, uns erinnern, von was Gott für uns getan hat, das Geschenk, was er uns anbieten hat, und hat uns geschenkt, uns zu raten, die ganze Welt zu raten. So, das ist ein bisschen was, von was ich von dir reden will, ich habe ein Thema gewählt, das Geschenk von Gott. Und so ja, wertvoll das richtige Geschenk. Und ich dachte, wo können wir das mit Wert aussprechen, wo wertvoll das wir? Und ich fand in 2. Korinther 9, Vers 15, die Verse, die ich auch in den Bulletin habe, wo Paulus dort erwähnt hat, wo viel Wert das wir, die gute Dinge, was Gott uns leid zukommen. Und das, von hier, was hier geschrieben hat, sage ich, wir danken Gott für seine gute Gaben. Für seine gute Gaben, die mit Wert nicht zu beschreiben ist. So er redet hier von verschiedenen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Das ist nicht bloß sein Sehen, aber durch sein Sehen hat er uns die Gnade gegeben und der Leib gegeben, was er für uns hat, für Menschen, was er nicht jetzt auszusprechen mit Wert. So viel wertvoll wird Paulus diese Gaben. Und ich glaube, so soll wieder auch einmal, wir sollen das so hoch schätzen, dass wir das nicht mal können aussprechen, wie viel wird das ist. Dass wir uns nicht in den drogen Tiden in dieser Zeit im Jahr wollen uns Leute dort beistellen, der Freude, den wir sollen haben, durch den Sehen Jesus Christus. Und in dieser Gaben, was er uns gegeben hat, die haben wir uns alle persönlich annehmen. Jeder einer kann das persönlich annehmen. Und davon habe ich Johannes 3, Vers 16, wo ich diese Farge habe. Das sagt Gott, dass der Welt so viel wird, und wir können sagen, dass Gott es jeb ernst so viel wird, dass er sein Sehen schenken wird, sein einzigen Sehen. Und er sagt, dass all die, die an einem Leben nicht verloren gehen, über das ewige Leben haben.
Also hier kann jeder einer persönlich seinen Namen handschreiben, sich das persönlich annehmen. Das ist gut, hat Gott geschickt für die, für Isaac, für George, für Tina. Für jedem einen, der kann seinen Namen da handstellen, läuft er so viel, dass er will seinen Sehen checken. Was eine gut. Wer einen würde annehmen, dass der nicht würde verloren gehen. Weil Gott kickt drauf und er sagt, dass der Mensch hat, der hier gemerkt hat, nur sein Ebenbild, nur der ging alle verloren. Jeder einer wird seinen einen Weich gehen und der wird einen Weich nur der Hall. Der ging verloren. Aber Gott lebt so viel, dass er das nicht wohl loten, dass er so verloren geht. So er schickt sein Sehen der Welt heraten, dass er nur eine Gelegenheit sein würde, dass die der Sinn, was die begonnen haben, was die Scheidung gemerkt hat zwischen Menschen und Gott, dass dort war er soll, ab vorher gemerkt worden. In dessen Dort wird hier von reden, dass der Lohn, der den Sinn tut, als der Dort, sagt Römer 6, Vers 23. Also die Menschen, die den Sinn begonnen haben, und das haben alle Menschen, der hat sich in Dort verdient. Das sagt Römer 6, 23. Der Lohn, den der Sinn tut, als der Dort. Dann sagt er, aber Gott überschenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Also er wisst, dass wir alle am Weich nur halten, wie wir gehen in der Verdammnis. Aber er lebt dann so viel und er sieht, dass der Lohn dafür für die Sünde, das wird der Tod. Und das Tod wird davon reden, dass das nicht Tod ist, wie physisch sterben da und alle. Das ist ein Tod, das ist eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Du wirst eine Trennung gegeben, der kann nicht mehr Gemeinschaft haben. Ich will, dass wir wegen der Sinn, was das passiert wird. Und so Gott will das nicht haben, dass du so eine Trennung bleiben. Er schickt ihn sehen, dass das können vorher gemerkt dass das können eine Brege gebüht werden, dass das ein Weich ist, von uns nur Gott zu gehen. So das ist eine große Leib, die Gott für uns hat. Das Leib kann das keiner betonen als Gott allein. Er schickt ihn sehen, fehlerloser Lohn für uns hier auf dieser Welt. Dort wir können geraten werden. Und viele Menschen, die proben, die kicken sich ihr Leben an und leben. Ich sehe euch so schlecht, mir fehlt euch der Raden. Ich kann nicht so viel Sünden begonnen, dass sich der Patrol hat, Jesus Christus annehmen. Ich habe keinmal gesündigt, heuer oder sei sein. Vielleicht sagen sie, sie haben große Sünden begonnen, dass sie ein Sünder sind und sie verloren gehen würden. Sie mähen sich oftmals mit ihrer Arbeit oder mit ihrem Leben, mit dem Verlorenen, was Gott im Stich ist. Das sein mit dort, was ich in meinem Leben getan habe, das ist die größte Schlag. Und dort ist ein Don, was wir können tun, was wir getan haben, wie viel Arbeit wir tun für den Nächsten. Wir wollen keinmal nicht dicht bekommen genug, dass wir uns selbst raten können. Das braucht diese Gove annehmen, diese Gove, die Gott geschickt hat, was Jesus Christus ist. Das ist nicht mit der Arbeit, was wir tun, was wir können tun, wo wir geraten wollen können. Das ist auf Häuser 2, Vers 8 sein. Er sagt, Jesus, der ist Gott seine Gnade geraten. Das ist nur der ist Gott seine Gnade. Willst du leben, das ist nicht der Universum. Dann sagt er hier, das ist ein Geschenk von Gott. Sieh, das ist das Geschenk, wo er davon reden wird. Wo er uns geben wird. Der Radung, der ist den Sehen Jesus Christus. Und wir wissen dort, der Jan, der das Geschenk nicht wollen annehmen, der wollen für ewig verloren gehen. Das braucht, dass wir uns das Geschenk persönlich annehmen dürfen. Und dort unerkannt, dass wir Sünder sind und wir brücken eine Radung und wir brücken dessen Herr Jesus Christus uns zu raten. Und der wird das nicht annehmen wollen, das sage ich in 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Er ist Ruf, es ewig verloren zu gehen und von Gott getrennt zu sein. Wie war ich von Gott seine Herrlichkeit und Macht? Also diese Trennung, da wird er dann bleiben. Da wird immer eine Trennung sein zwischen Gott und den Menschen, von denen ich will uns dann das unternehmen. Und das ist schuld, wie hier nicht immer, dass viele Menschen sind, die diese Gove bloß nicht annehmen dürfen. Die haben die Gelegenheit, die wird gepredigt, aber die sind nicht willens, diese Gove unternehmen. Nicht alle Menschen nehmen diese Gove an. Das ist ein gutes Geschenk. Und die freuen sich auch nicht alle dazu. Zu Weihnachten ist eine Zeit, wo Menschen sich freuen sollen, zu diese gute Gove, das Geschenk, was Gott geschenkt hat. Aber nicht alle Menschen, die freuen sich dazu. Wir wissen, aus der Engel nur die Herz kommen deuten und brachten ernte Gott nur recht. Sie sehen, dass wir den Jesus Christus wie geboren. Sie sehen in Lukas 2, Vers Tieren, sehen der Engel zu der Schubsort, du hast einen Menschen. Du wirst
ein Kind geboren, wo die ganze Menschheit sich freuen soll, die ganze Welt soll sich freuen dazu. Lukas 2, Vers 10 sagt, über der Engel sagt, der hört, fürchte nicht, horch, ich bringe dir eine große Friedensnachricht, wo sich alle Menschen freuen wollen. So, da sehen hier, dass alle Menschen, die wollen sich freuen dazu. Und wenn wir horchen, da sind viele Menschen, die freuen sich euch, das ist eine Nachricht. Und das ist schon, einzig mal dann, wenn er den Menschen vertellen wird, eine Rede von den Heilsplan und so weiter, die wollen nichts von weiten. Die wollen ein Leben sein, weichkommen, steht die horchen nur, was das Plan ist, was Gott hat für die Menschen. Dass die auch keine Freude erfahren, aber die wollen Leben haben, einer soll still sein von dort. Und wie ein von denen wird der König Herodes, der freut sich auch nicht, dass er nur reich ist, Herod hier, dass er wird noch ein König geboren. Als der Stirnforscher der Hand kam, retiert, sagt er, Matthäus 2, Vers 1, du weißt, was Farschen lesen, sagt er, als Jesus, in König Herodes in der Tiet, in Bethlehem in Judäa geboren wir, seit dann kamen Stirnforscher aus dem Osten nach Jerusalem und fragen, wo ist das niegeborene König von den Juden? Wir haben in Osten seinen Stirn gesehen und sind gekommen am Unterwerden. So, sie wissen, dass sie haben, dass Stirn werden sie nur gegangen, bedeutet, mit so weit zu werden und nicht forschen sich das nur, für den König Herodes, wo das wir, wo das soll geboren sein. Und das sagt uns, der König Herodes, der hier verfiert sich, oder ab Juchtisch seine, er erschrak sich von dieser Nachricht, was er hier hat. Und er sind in ganz Jerusalem mit arm. Also der verfierten sich und der erschrockten, was hier soll passiert sein worden. Und er freut sich hier nicht. Er hat Angst, er sagt nicht vor, von seinem Platz zu verlieren, wo er wird. Und er der König wird an der Amtierung da. Und er hat Angst, dass er seinen Platz verlieren als König. So er erschrock über diese Nachricht, was er hier hat. Aber doch, er wird nicht schädig. Das wird verantwortet. Er hat noch nicht gehört. So er wird doch nicht schädig, wo das soll passiert sein. Und dann forscht er nur die hohe Priester und Schriftgelehrte, um zu weiten, wo das soll passiert sein. Dann wird er doch nicht schädig. Was steht geschrieben von dem? Matthäus 2, Vers 2 sagt, dann leitet er alle hohe Priester und Schriftgelehrte von Volk topkommen, um zu fragen, wo Christus soll geboren werden. Und sie sehen in Bethlehem, in Judäa, weil es dort ist, was der Prophet geschrieben hat. So, das steht all geschrieben, das wird geprophezeiert worden, hundert Jahre vor dem, was passieren wird. Und nun kriegt er das alles zu hören, was der Chef sagen wird, dass das soll passieren und das soll in Bethlehem passieren. Und so, am Utefing, wo das wir und alles hat er die Schriftgelehrte, um dort zu erklären. Und wenn wir eben gehen, Lukas 2, Vers 12, sagt, dass sie den Engeln zu der Hort, dass sie sollen durch Hand gehen, in Bethlehem gehen, und am Ute fangen, wo das passiert wird. Sie würden durch ein Kind fangen, was in der Krabbe liegen würde, in Klöder, oder in Wengeln angerollt wird. So, das Geschenk, das wird auch angerollt. Das wird auch unsere Geschenke ausstrom down und anrollen down. Gott hat hier auch das Geschenk wieder angerollt. Aber das wird ganz einfach in Wengeln angerollt. Und hier würden sie das Kind fangen. Und als Herodes das von ungefähr weiß, wann das passiert wird, erhobt er die Stirnforscher am Utefing. Wann das gleich wird passiert sein, dass er kann auch gehen kicken und das Kind und dass sein Plan wird ganz anders, als was er Plan wird, den gehen anbeten und den nur fallen. Und Matthäus 2, Vers 7 sagt, dann rob Herodes sich die Stirnforscher hierhin, um von der Utefingen, rot, wann er die Stirn wird von da gekommen. So hier wird die Schiede, wann wird das passiert, wann wird das Stirn von da gekommen, dem wird die nur fallen deiden. Und er sagt, wenn sie das Kind nicht gefunden haben, dann sollen sie drei kommen und dort verteilen, dann wollen sie auch da hangen und dort auch anbeten. Und wir wissen, dass wir haben einen Gott, der ist ein allweitender Gott, der weiß gleich, was in seinem Plan wird. Gott weiß gleich, was Herodes in seinem Plan wird, er lügt der Fähr, er will gleich den gehen anbeten. Aber er will das Kind abbringen, dass er nicht will seinen Platz verlieren, der Gefahr, wo er sagt, wo er entbehren wird.
Wir haben einen allweitenden Gott. Er kann unsere Gedanken lesen. Er wird gleich, was in jedem einzelnen Gedanken sein. Und gleich, so wissen wir auch hier von Herodes, was er im Sinn hat, was er im Plan hat. Und dann in Matthäus 2, Vers 12 sagt er, und weil es Gott an im Traum gewarnt hat, also der Herz, nicht trainen Herodes zu gehen, oder nicht der Herz, der Stierforscher, sorry. Sag ich, und weil es Gott an im Traum gewarnt hat, nicht trainen nur der Herodes, nicht nur Herodes zu gehen, gingen sie auf einen anderen Weg nach Hause. So Gott warnte hier in einem Traum, er gibt einen Traum into warning. Sie soll nicht trainen nach Herodes, weil es sein Plan wird, das Kind umzubringen. Wenn sie wollen trainen nach Herodes gehen und Amte nur bringen, wo das Kind krank wird, dann können sie da hingehen und das Kind umbringen. Das wird sein Plan wird. Und das sage ich auch hier in der nächsten Vers, wo Gott auch Josef und Maria auch warnen, dass sie auch sollen von da weg, sich da weg bringen von da, weil Jesus wird da nicht vor. Sagt, und auch sei ab den drei weg werden, käme dann der Herr sein Engel nur Josef in Traum und sagte ihm, steh ab, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und blieb da, was ich sein war. Weil Herodes hat einen Plan, das Kind zu sägen und dort umzubringen. Das ist, was Herodes im Plan wird, das Kind umzubringen. Wir weiten die Geschichte, wo er das nicht kann vollbringen, was er im Sinn hat. Und so Herodes, er lührt und er wurde den Nurech kriegen von den Stierenforscher, dass sie er können antworten, wo das Kind geboren wird, er wurde gleich wir. Aber als sei gesagt, wir wollen sie sollen, der andere steht, weich kommen, sie sollen nicht trainieren, Herodes kommen, ist Herodes das Antwort, möge ihm das Seyadal. Er wird Seyadal, als er das Antwort, der am angeschmiert hat. Vers 6, die sagt, dass Herodes dort Antwort, dass der Stierenforscher am hat, angeschmiert, wie er schrecklich da. Und befohl dort in Bethlehem, in der ganzen Umgebung, alle Kinder, 2 Jahre alt in der Unge, sollen dort gemerkt werden. Weil sie aus der Schrift, der Stierenforscher gesagt haben, sie den Stieren 2 Jahre träge sein haben. So, das ist interessant, wenn ihr das hier mit dir überdenkt, dass wo lange die Stierenforscher dessen Stieren bin herangegangen. Das sind 2 Jahre, was die haben, dass die Stieren herangegangen, bis sie das Kind gefangen haben. So, dass das Kind kann nur bei dieser Zeit also bei 2 Jahre alt sein. Und nun will die Herodes haben, dass 2 Jahre in Unia sollen alle Kinder dort gemerkt werden. Dann sage ich mir, dass er das Kind kriegen. Das wird ihn anbringen. Und so, er hat hier, sei er damit Gedanken über das. Sein Plan wird nicht das Kind unterbieten, dass er sein wird. Er will das anbringen. Aber Gott beschützt dort. Gott beschützt seinen Plan. Sein Plan wird, dass der Welt soll gerat werden. Der ist in Sehen Jesus Christus. Und er bewahrt zu allen Tiden. Und er wird für sie gekommen, dass sie all sein, den vielen Menschen, den nehmen am nicht an. Sogar zu der Zeit auch, sogar ihre Ehe, den nehmen am gleich an, der Jüden. Für den, was Jesus gekommen wird, hauptsächlich ihr schlecht. Das sagt in Johannes 1, Vers 11, hei keim nur dort sehen je, aber der sehen je nehmen am nicht an. So, er wird für dich gekommen und er nimmt ihn nicht an, der schauen am sieht. Und wir wissen, die Geschichte von Jesus, als er abgewachsen wird, als er sein Ministry anfangen hat, dann ging herum und die Menschen heulen und verteilen von wer er wird, dass er das Leben geben wird. Und er sieht in Johannes 6, Vers 33, sieht er zu den Menschen durch, dass er das Leben gebraut wird. Er sagt, das Brot von Gott ist der vom Himmel raufkommt, in der Welt dort Leben gibt. So heißt er, wie das Lebensbrot, was darauf gekommen wird von Himmel. Und das können die Menschen nicht annehmen, das können sie nicht glauben. Sie glauben dort, sie glauben dort nicht an Arm. Aber das sage ich in Johannes 6, Vers 4, ich sage, mein Vater will dort wer den Sehen sieht und an Arm geläuft, dort ihr Leben haben soll. In denen, wo ich am letzten Tag vom Tod abwachen. So er will hier in Hand, die Menschen sollen nicht antworten, sollen nicht weiten, dass er wird da, was das Leben geben können, er wird das Lebensbrot. Was sagt dann, warum sollten die Juden über Arm, weil es er gesagt hat, ich sehe das Brot, das vom Himmel raufgekommen ist.
Und dann sehen sie es dort. Sie sehen, als das Jesus nicht Josef sehen sehen, und wie kann sein Vater und seine Mutter, wo kann er dann sagen, ich sie vom Himmel raufgekommen? So, sie kriegten mit ihren physischen Augen und mit ihren physischen Gedanken, sie hatten Jesus Gott gekannt von jung an, sie wissen, wo seine Eltern wären und alles. Und wo kann er nun sagen, dass er vom Himmel raufgekommen ist? Und sie haben Sorgen über das. Und als sie nicht Josef sie sehen, wie kann die andere Gott? Was sagt er, er ist vom Himmel gekommen? Und er sagt, hey, wie gekommen, Leben zu geben, zu all deinen und anderen Leben deinen. Und dann der Vers, Johannes 10, Vers 10, wo er sich verglichen hat mit den Stehler, was der Feind ist. Er sagt, ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten, in den Grund zu bringen. Er sagt, ich sie gekommen, dort Leben zu geben, oder zu bringen, dort sei dort voll abhaben sollen. So, das ist, was seine Hauptsache wir, von Anfang an und nach immer, seine ganze Botschaft wir, dass er wie gekommen, dort Leben zu geben, dort euer Leben zu geben. Aber der Feind, der kriegt das jeden, weil er der braucht das Leben zu nehmen. So, er bittet Leben an. Und in Lukas 9, Vers 10 sagt er, willst du Menschen sehen, als sie kommen, die zu segnen und selig merken, die verloren sind. So, für all die, die verloren sind, die braucht er zu segnen und zu raten. Dann braucht er unterbeiden, dass er, als sie kommen, dort euer Leben zu geben. In vielen Jahren drei, als euer Jesus geboren wird, wird hat Gott auch versprochen, dass er ein Rader schenkt in dieser Welt. Dass du wird eine Gelegenheit sein, dass er ein Rader kann geraten werden. Dass die Trennung zwischen Gott und Menschen können wir vorgemerkt werden. Und er hat auch zu viele Menschen versprochen im Traum, und durch, durch die Propheten und so weiter. Und du wird, sagt Lukas 2, Vers 24, in Jerusalem wohnt, dann ein Mann, der heißt Simeon. Und wenn wir an Simeon denken, dann lüht auch trüttig nicht dessen Versprechen, was am je vorhin wir wurden. Er sagt, dort wir ein frommer Mann, der Gott fürchten deit, und dann lüht, dort Israel erhellend kommen soll. Und der Heilige Jesus wir einarm. So dieser Mann wird gefällt von den Heiligen Jesus, und Gott hat ihm eine Versprechung gegeben. Er hat ihm durch den Heiligen Jesus versprochen, dass er wird dessen begegnen. Das sage ich dann saßen, finde ich, da haben wir von Helien jetzt gesagt worden, dass er nach euer Heil sterben würde, den Herrn sehen Christus seinen würde. So er hat eine sehr schöne Versprechung gekriegt von Gott, dass er würde euer Heil sterben, würde er dessen Herrn nach begegnen, er würde ihn nach zu sein kriegen. Und so verspürt Gott auch viel mehr Dinge. Gott hat Dinge versprochen zu den Menschen, die er holen wird. Und wir wissen nicht, wenn Gott was versprechen wird, er hält sein Versprechen. Menschen, die versprechen, sie wollen auch viele Dinge ins Wort, aber die holen ein Versprechen auf Mulgach. Aber so schafft Gott nicht. Gott, wenn er was versprechen hat, dort hält er auch. Und da können wir uns abverloten. Er hat auch eine Versprechung zu Abraham. Er sagt, dass er würde du wirst eine große Nachkommenschaft von ihm kommen. Und sie werden alt, Abraham und Sarah, seine Mumpe, die werden alt. Und sie wissen gar nicht, wann sie wollen Kinder haben, aber Gott hat versprochen. Hebräer saß vor Stratien, sagt, was Gott Abraham dort versprechen gibt, gibt er ihm dort mit einem Eid, mit einem Promise. Und willst du den Eid wie keinen Geraden merken können, möge er dort wie sich selbst. Und sie hat ganz wirklich, ich will die sagen, in Meier waren, die Meier waren looten. So heißt es, er will sie nur kommen, schaff vermeiden. Und er sagt, in Abraham wach geduldig darauf. Abraham war ein geduldiger Mensch. Er wach darauf, was Gott ihm versprochen hat. Und so kriegt er, was er versprochen wird. So wollen wir von Abraham auch lesen, dann wird von geduldiger Mensch er wird, und er wird ein gottesfähiger Mensch, er glaubt, was Gott sagen wird, und er wird geduldig, und er lüht darauf. Und weil er Gott glauben wird, sagt er, wird er an der Ungerechtigkeit aus Gerechtigkeit. Das wird nicht eins wirken, was er wird, oder eins wird, oder was er glauben wird, oder so wieder, aber das wird, wenn er Gott glauben wird.
Römer 5, Vers 3 sagt, Schrift sagt Abraham, gelebt Gott in einem Wort dort aus Gerechtigkeit und gerechnet. So Abraham gelebt Gott. Kriegst du Simeon auch Gott gelebt, wo der Arm versprochen hat, er wird dessen Herrland noch zu sein, die in Eier, er wird sterben. Trino Simeon, wenn wir Lukas 2, 27, dann ging er vom Jess gedreven im Tempel nennen. Denn aus der Älteren durch Jesus dort Jesus Kind den Namen brachten, so aus Arm versprechen wir, nehm her das Kind ab sein Arm und lof Gott und seht. Herr, du hast ihn versprechen geholt. So hier hat das erfahren, Gott seine Versprechung. Er sagt, du hast ihn versprechen geholt. Und er sagt, nu lasst du dich in deiner in Fried sterben. Nu wird er gestorben. Bitte hier wird er noch nicht reit am Sterben. Er lührt nach all nur der Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Aber nu, als er in Helland gesehen hat, als seine Eltern durch den Tempel nennt, haben wir das Kind, nahm er dort auf seine Armsten, sagt er, das ist zu sein, du hast den Versprechen gehauen. Nu wird er am Sterben. Und er sagt, nu haben meine Augen den Helland gesehen. Er hat mit seinen einen Augen gesehen, das wird der Helland. Was versprechen wir? In der nächsten Vers sagt er, dass das Heiland, der wird für alle Menschen gekommen. Also, nun hat er den Heiland gesehen, den du für alle Menschen gestaltet hast, Vers 31. Also, für alle Menschen ist das Heiland gekommen. In Licht der Fälscher, der Wahrheit zu bringen, in der Herrlichkeit, dein Volk Israel. Und dann sagt er, sein Vater und seine Mutter wunderten sich durch ihr Wort, Simeon von der Kind zu sein hat. Also weil wir hiermit gedenken, dass Maria und Josef, die wissen nicht wirklich, was hier umgehen, zwischen Gott und Simeon, was Simeon nur gelehrt hat und was er zu sein hat von der Kind. Sagt er, die Vater und seine Mutter, die wunderten sich durch ihr Wort, Simeon von der Kind zu sein hat. Aber der Herr sieht auch, dass das Kind, das Heiland, der wird gekommen für die ganze Welt, für alle Menschen zu raten. Wenn wir wiederkehren, in sein Leben, Luther, die Juden, die haben auch zu erholen, dass das Heiland, der wird nicht für die ganze Welt gekommen, der wird bloß für die Juden gekommen, der wird bloß für die Ernte gekommen. So haben sie auch zu erholen, dass diese Radung, die wird von Gott geschickt, für die Ernte zu raten, bloß für die Juden. Nicht für die anderen, nicht für die Nicht-Juden und so weiter. Aber wir lesen Meier Städten, wo andere Menschen auch geraten, die samaritische Früh und viele in Samaria, wo viele Menschen zum Glauben kamen, durch Philippus, der Diakon. Und auch eine Stadt, wo Petrus gesagt wird worden von Gott selbst, dass er soll gehen, Cornelius, dass wir dort nicht ein Jude, den die Heilspredigt zu predigen. Den Antwort, die Elaine hat gegeben, dass er könnte diese Heilspredigt hören. Und als Petrus dann nur Cornelius in Haus ging und durch die Botschaft bringen, dass viele Menschen kommen zum Glauben. Und das wären nicht Juden. Das wären so, wo die Herden leben, oder wo die Juden leben, das wären Herden. Die traf das, dessen Gott gehört, dessen Jesus gehört. Die traf gehört, dass die können auch geraten werden. Aber Gott hat selbst Petrus gesagt in einem Traum, dass er soll gehen in Cornelius diese Botschaft zu bringen. Und das hat passiert, wie Luther an und hier wird dort, dass die Menschen, Petrus, seine Partner, die Apostel in Jerusalem, die werden sehr antreffen, dass sie hören kriegen, dass Petrus wird gehen eine Botschaft bringen nach Cornelius, und dass er in seinen Hüsten angehen. In der Apostelgeschichte 11, da lese ich von der Geschichte, Vers 3 sagt er, in Seden, du bist wie die Anbeschnittenen angegangen und hast mit Antaupt gegeten. Also hier werden sie antreffen, dass die sollen nicht Gemeinschaft haben mit den Nichtjüden. Da haben keine Freiheit, gehen zu so einem Menschen verteilen es dort. Weil es dort werden Verlorene und für die werden keine Geleine, dass sie können geraten werden. So, sie haben keine Freiheit, gehen Gemeinschaft haben mit denen oder so wieder. Aber Petrus wie gegangen, ob Gott seine Seine nur, Gott schickt ihm, er soll gehen und die Botschaft bringen. Und als er in Jerusalem hier von den anderen Aposteln, sogar ausgrenzen, dort wird
Nur Cornelius in Hüste gehen, werden sie sei unterflehen mit ihm. Aber dann sagt er in Vers 4, dann vertelt Petrus an anständig, wo das gekommen wäre. So Petrus, der nun die Gelegenheit, was er sich in Utgehirt hat, und sie ausgrünzen wollen und so weiter, der hat er die ganze Geschichte vertelt, wo das passiert wäre. Warum hat er gehen in Cornelius in Hüste und ihm die Predigt gebracht worden von den Heilsplänen, dass sie können geraten werden. Und so Petrus vertelt ihm, wo Cornelius auch hat, dass er Andacht gekriegt hat. Und er hat auch von Gott eine Message gekriegt, dass er soll wem schicken, nur Petrus. Und Petrus kann holen, dass er kann ihm diese Botschaft bringen. So er fängt an, von dort zu vertellen. Er sieht in Apostelgeschichte 11, Vers 13. Und er vertelt uns, wo er hat seinen und Engel bei sich im Haus hineinkommen und sie in seinen Hirt. Schickt nur Joppa, und lud Simeon Petrus holen. Der wird die Wirt sein, wo der ich du in den ganzen Haus warst, soll ich wollen. So, das ist, was Cornelius hat die Hirn gekriegt, von dessen Engel. Er sagt, du go und schick wem nur Petrus, und bring ihm hier und sagen, dass er uns die Botschaft bringen. Und das sagt, als Petrus erst anfängt, der Predigt zu bringen da und fangen an zu vertellen von der Radung, dann käme der Heilige Geist und fall ab Erd, ab all die Menschen da, die im Haus wären. Das sage ich, in uns Anfang an zu reden, fall der Heilige Geist ab an. So aus der im Anfang ab ans Fall. So hat er ein bisschen denken helfen. Er sagt, am Anfang, als der Heilige Geist ausgegoten wird, als der über ans gegoten wird, dann wie geraten, wie wir gefällt mit den Heiligen Jesus und bekräftigt mit den Heiligen Jesus, kriegt es dort passiert hier mit diesen Menschen. Das heißt, sie werden alle mit den Heiligen Jesus gefällt, kriegt es sei wir. Und am Anfang sagt er, dass sei wir mit den Heiligen Jesus gefällt, dann fangen sie an, mit anderen Sprechen zu reden und sie kriegen große Kraft von den Heiligen Jesus. Kriegt es dort, wie das hier nicht mit diesen passiert. Und der Wirmeier mit Petrus, der das Wunder auch erfahren hat. Als Petrus der Hand in den Cornelius, der Wirmeier mit ihm, das wir noch güten, der hat diese Erfahrung auch gemerkt. Das ist auch nicht gleich, was da passieren wird. Das sage ich in Apostelgeschichte 10, Vers 45, als Petrus diese wird nach Red, also die Botschaft in zu bringen, dass er reden wird, fall der Heilige Jesus über all die nur das Wort hörten. Er sagt, in den Juden, Christen, die mit Petrus taubt gekommen wären, wunderten sich darüber, dass der Heilige Jesus auch über den Nicht-Juden ausgegoten wird. Also das, die wir mit Petrus taubt, dass wir noch Juden, die wundern sich über das, was hier passiert wird, was hier angehend wird, dass der Heilige Jesus wird ausgegoten über diese Nicht-Juden. So, sie können nicht glauben, was sie da sagen. Und das ist alles, was Petrus, die Aposteln in Jerusalem vertellen werden, was sie erfahren haben, was da passiert wird. Warum haben wir nur Cornelius in Hüste gegangen und gleich wurde der Heilige Jesus auch wieder ausgegoten worden, über Ernt. Und er sagte dann, als Petrus Ernt das vertalt von Wundern der Aposteln, dass er, was da passiert wird, er wundern sich. Da sagte er, als sei das Hirden, wurden sie still und loben Gott in Seden. Dann auf Gott, der fällt ja auch den Heiligen Jesus, er die Gelegenheit gegeben, sich nur um Herrn zu drehen und dort Leben zu fingen. So hier waren sie ganz still, als er hier in deinem, als er die ganze Geschichte hier hat, was hier passiert wäre, dass die Nicht-Juden auch die Gelegenheit gekriegt haben, in Heiligen Jesus zu kriegen. So wundern sich die Ewan, sie waren ganz still, weil sie freuen sich über das, was hier passiert wäre. Und kriegst du deswegen, wie von der und auch, wie sind auch nicht Juden, wie sind die Nicht-Juden? Uns ist auch die Gelegenheit gegeben, den Heiligen Jesus zu kriegen, dass er auch über uns kommen kann und in uns wohnen kann, in uns begraben. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben. Und das ist das Geschenk, was wir von Gott haben, was wir können annehmen, dass wir können geraten werden. Und das soll uns die Freude geben und die Freude soll in uns bleiben, zu aller Zeit. Das soll nicht vergehen, wenn es allerhand verschiedene andere Dinge, was da angehen und am ganzen Raum ans. Das ist das gute Geschenk, was wir haben, wo wir diese Zeit im Jordan celebraten. Und mein Wunsch in die Welt wird sein, dass wir
uns nicht wollen lassen, diese Freiheit wahrnehmen von der Dreckigkeit mit allen und anderen Dingen, von uns wollen die Freiheit wahrnehmen. Aber dass wir wollen uns Fokus halten an Jesus Christus, das Geschenk, was dir gekommen ist für uns, dass wir das wollen persönlich annehmen, in einem nur folgen, für einem zu leben, in einem loben und preisen zu aller Zeit. Mein Wunsch in die Bede ist, dass diese Zeit im Jahr, dass wir Weihnachten mal wieder kommen mit unseren Kindern, dass wir wollen, unsere Kinder mit ihren Taub dort vertellen, dass sie schöne Nurreich uns davon unterholen, dass wir nicht bis wollen, alle und andere Dinge uns loten, unsere Zeit wahrnehmen. Aber dass wir wollen Arm annehmen, der wird noch nicht haben, aber für die wird der Allhanden angenommen, dass die Freiheit holen wollen und dass wir können andere Menschen vertellen, sondern dass diese Freiheit noch nicht haben. Dass wir können sagen, check mal, hier ist eine gute Freiheit zu haben, hier ist ein Geschenk, was Gott geschenkt hat, uns zu raten. So, da sind viele Menschen, die haben das Geschenk noch nicht angenommen, aber wer wir das gute Geschenk vertellen, wo immer wir gelernt haben, wann immer wir eine offene Idee haben, andere Menschen das gute Nurreich mitzuteilen. Das ist mein Wunsch im Gebet, wo wir sind für uns alle. Wollen wir noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für den Sehen Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass wir in der Schrift lesen auf verschiedenen Städten, wo wir können sein, wo du bist gekommen, die ganze Welt heraten und die dort alle unterbeiden, dass sie können geraten werden. Und dass dein Verlangen nicht erst, dass eines für soll verloren gehen, aber dass alle Menschen sollen geraten sein. Gott, ich danke dir für die schöne Nachricht, die wir haben. Wir sind in der Zeit hier im Jahr, wo wir uns erinnern dürfen von der Geburt von dem Sehen Jesus Christus. Halb uns Gott, dass wir wollen unsere Gedanken dort behalten, dass wir uns nicht wollen lassen, der gute Nachricht wahrzunehmen mit verschiedenen Dreckigkeiten, was der Raum uns in dieser Zeit im Jahr, aber dass wir wollen klar unsere Gedanken holen und unsere Gedächtnis klar holen, was du für uns getan hast, dass wir das wollen wirklich auch andere Menschen, diese schöne Nachricht wollen verteilen, dass viele Menschen kennen, zum Glauben kommen, durch diese schöne Nachricht, die wir haben. Das gute Geschenk, was du geschenkt hast zu uns. Und ich bete, dass wir das wollen schätzen und unsere Gedanken wollen durchholen, dass sie wie nach Zeit. In dem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.